Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu, und ja, auf dem Thumbnail steht Preview, es ist ja auch eine Preview, es ist eine Vorabschau der Colbert, aber im eigentlichen Sinne hat es das schon gegeben. Es ist quasi jetzt eine weitere, eine fortführende Beschau der Colbert, denn es hat sich etwas verändert. In der Zwischenzeit wurde die Reparatur der Heal ein bisschen verändert. Man konnte in der Kasematte mehr Trefferpunkte wiederherstellen, ich glaube 60%. Bekam zeitweise das Anfahren der britischen Kreuzer. Ich glaube, das wurde ja auch wieder genommen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, das bin ich jetzt drauf gekommen. Gestern bin ich das Teil gefahren. Heute hat Wargaming, ohne es auf dem Devblog anzukündigen, etwas verändert. Das bedeutet, wenn ihr das Video dann morgen seht, ist vielleicht die Devblog-Änderung schon raus. Und wenn nicht, dann, naja, ihr wisst, ich muss das immer am Vortag machen. Jedenfalls, das war der Stand. Ich weise auch dann auch darauf hin, was ich als offensichtliche Änderung wahrgenommen habe und was dann noch, was man schauen muss, was ist. Aber was ich in diesem Video hier eigentlich hervorstellen möchte, ist, dass die Colbert ein wahrscheinlich sehr, sehr potenziell starkes Schiff ist. Also wahrscheinlich sehr potenziell stark. Also ein wahrscheinlich potentes Schiff ist und die potenzielle Stärke liegt im Können des Spielers. Ich möchte auch hier einmal die Panzerungsanordnung vorstellen, um euch das zu verdeutlichen. Wir haben hier 16 mm. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Wir haben eine, ja, also schwerer Schaden im Panzergürtel Kasematte und wir packen das auch weg und dann seht ihr hier die Zitadelle. Frontal overmatched von jeglichem Schlachtschiff, wenn es getroffen wird mit AP und wenn es keine Overpenetration ist, wenn tief genug gezielt wird, dann geht das Schiff raus. Da hat man keine Chance. Ich habe schon sehr, sehr gute Spieler vom Clan TWA, vom Clan Omni mit dem Schiff, Omni glaube ich schon, TWA sicher, Yoshi, den könnt ihr vielleicht rumfahren sehen, ersten 5 Minuten geplatzt, ein Fehler in der Positionierung oder schlechtes Scouting vom DD, wurde überrascht von einem Schlachtschiff, von einer Salve auf 15 Kilometer, püff, aufgedeckt vom CV, gegnerische DD besser gescoutet und dann ist es um das Schiff geschehen. Man muss gut aufpassen. Das Schiff hat sehr, sehr großes Potenzial, vor allem in Karten, wo viele Inseln sind, wo man sich gut positionieren kann, wo man nicht direkt einen Beschuss ausgesetzt ist, wo vielleicht kein Flugzeugträger mit dabei ist. Die Frage ist aber, was ist, wenn man auf eine Karte trifft und die kommt durchaus vor, wo man sich nicht verstecken kann, wo man mit diesem Schiff offen kämpfen muss. Und wie ihr wisst, hat Wargaming jetzt eine Zeit lang das Schiff beschnitten in der Reichweite, sodass es notwendig war, Minimum einmal entweder AFD oder Reichweite zu skillen. Ich habe mich dafür entschieden, auf AFD zu gehen, damit ich die Plus 2 noch mitnehme und weil ich die Skills anderweitig, ich will nicht sagen nicht brauche, aber nicht unbedingt nötig, als nötig ansehe. Deswegen habe ich hier die minus 12% der Hauptbatterie drin, anstatt plus 16% der Feuerleitanlage. Mit AFD komme ich dann auf plus, also auf 16,6 Kilometer und da haben wir das Problem. Einmal noch die Überlebensfähigkeit, nur 36.000 sind 3 oder 4 Zitadellen, je nachdem. Oder 3 Zitadellen und eine Pen oder 4 Pen und 2 Zitadellen. Wie gesagt, je nach Schlachtschiff, was drauf schießt, ist es extrem schnell raus. Was ich aber sagen will ist, Artillerie habe ich hier jetzt auf einmal 18,6 Kilometer. Das hört sich so an, als wäre es eine, naja, eine sneaky Änderung ohne Devblock-Ankündigung, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Nichtsdestotrotz wollte ich hier die Hauptbatterie zeigen, das ist nämlich die Stärke dieses Schiffes, 2,4 Sekunden Ladezeit. Und meine Colbert hat 27 mm Pen und da zeige ich euch dann den Kapitän, warum und wie ich sie so spiele. Ich mag es einfach so lieber. Die AP ist sehr, sehr gut bei dem Schiff, man muss nur nah genug rankommen, weil wir haben nur 808 Meter pro Sekunde und der Bogen ist brutal. Das Entscheidende ist, möchte ich so nah rankommen? Ja, nein, vielleicht. Guter DD-Schaden, man müsste hydroakustische Suche einsetzen, aber für mich ist dieses Schiff extrem anfällig, wenn man von einem Flugzeugträger angefahren wird. Die Anti-Air ist super, deswegen habe ich aber mal den T-Virus mit dazu gepackt, um quasi eine No-Flight-Zone hier zu errichten für mich. Die Wertung von 76 spricht jetzt nicht für das Schiff, da gibt es Wertungen von über 100 auf Schlachtschiffen, nichtsdestotrotz ist die Anti-Air brutal. Und die Verborgenheit mit 9,8 Kilometer, die spricht auch für sich. Man kommt überall hin, wo man möchte, also das ist überhaupt kein Problem. Colbert, mein Kapitän, das ist keine Empfehlung, das ist nur das, wie ich sie fahre, wie ich sie teste. Ich fahre sie auf maximalen Schaden. Oder ich versuche es zumindest.
Das hat sich ergeben. Ich habe immer gerne die Sicht, wie viele Leute auf mich zielen. Ich möchte zwar nicht viel Schaden nehmen, aber ich habe hier den Adrenalinrausch mitgenommen. Alternativ Last Stands kommt darauf an. Wenn man sie offen fahren muss, ist man mit Last Stand vielleicht nicht schlecht bedient. Dafür habe ich mir aber dann den hier mit eingepackt für minus 30% weniger Ausfälle. Ist auch nicht unpraktikabel. Dann bin ich auf BFD und AFD für die Reichweite, weil das leider notwendig war, weil die Stockreichweite, als ich das Schiff gefahren bin und wie ihr es dann auch im Video sehen werdet, 13,6 Kilometer war. Und damit ist sehr, sehr schwierig zu arbeiten. Deswegen musste ich das mitnehmen, damit ich auf 16,6 komme. Hier habe ich dann IFE mit dazu gepackt und natürlich das den Tarnungsmeister, weil, naja, Pflicht fast. Und IFE, ganz einfacher Grund, ohne IFE ist man auf 20 mm Pen beschränkt. Ja, dann könnte man vielleicht auf High gehen und Sprengmeister mit dazu nehmen. Dann würde man auf plus 11% Brandwahrscheinlichkeit kommen und man würde viele Brände machen. Nichtsdestotrotz brauche ich dann Spiele, die lange dauern. Das Problem ist, momentan gibt es Tendenz eher zu schnellen Spielen. 10 Minuten. In 10 Minuten viel Schaden zu machen mit Bränden, das ist schwierig. Da muss man wirklich gut stehen und Glück haben, dass viel Feind kommt. Anzünden, nächstes Schiff anzünden, das eine löschen lassen, zurück aufs erste anzünden und so weiter und so fort. Das kostet Zeit und Brandschaden ist natürlich nicht so gut wie Pennschaden, auch wenn es nur HE ist. Und deswegen habe ich mich für IFE entschieden, damit ich dann momentan noch schlussendlich auf 27 mm Penetration bekomme. Das bedeutet, ich kann schwere Kreuzer am Bug und am Heck mit penetrieren. Selbst wenn die Superstructure gesättigt ist oder wenn sie nur mit der Nase rausschauen, kriege ich sie mit HE raus. Die können nicht anwinkeln. Bei 127 mm ist die AP-Pen natürlich nicht so prall, dass man sich da groß rauslehnen kann. Da muss man sehr nah ran an die Schiffe, damit man wirklich. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Deswegen ein Schiff für mich mit IFAE. Ich finde es einfach praktikabler. Ich werfe euch jetzt zurück, ich werfe euch jetzt ins Gefecht. Wie gesagt, behaltet immer im Kopf, die Änderung wurde gemacht. 18,6 Feuerreichweite ist mir persönlich zu viel. Werde dann, wenn das angekündigt ist, wie es geändert worden ist, noch ein Video dazu bringen, das direkt im Anhang anhängen oder am Ende reinpacken. Und dann seht ihr, woran es lag. Dann fliegt AFD und dann, wenn ich dann theoretisch doch mehr Flugabwehr möchte, könnte ich ja hier hingehen. Aber es gibt sicher noch etwas, was man da rausholen kann. Und wenn es nur ein Heal ist, und wenn es nur ein Sprengmeister ist, und dann skill ich um und pack das weg und hole lieber einen Dreier-Skill plus letzte Anstrengung. Viel Spaß im Gefecht, ein offenes Gefecht. Und es wird dann auch ein Gefecht vielleicht geben, wo man schön hinter der Insel sitzt. Und da sind wir schon in diesem Gefecht, das ich angekündigt habe, vorher im Hafen. Ihr seht, das ist kein Bille-Balle-Gefecht. Wir haben nicht 90% Stufe 8 rein, Tier 9 und dann meine einzige Stufe 10er, ja, dass man hier großartig brillieren könnte. Wir haben nicht die beste Map, auf der man sich super verstecken kann, weil der Modus erlaubt es ganz einfach nicht, denn der Modus ist beschissen und im Gegensatz zum roten Cap haben wir keine Insel, hinter der wir uns verziehen können, wo wir gut darüber schießen können, wenn der Feind schon in unserem Cap ist. Der Spawn hier auf der Seite. Gut, der ist relativ egal. Schaut euch mal die Ausgangsposition an. Was ist das, was mir übrig bleibt? Ich muss nach rechts fahren, denn da erstens bin ich da gespawnt, zweitens habe ich da eine Insel, hinter der ich mich stellen kann. Frage ist, macht sich das bezahlt? Ich glaube nicht. Aber ich fahre wider besseren Wissens doch mal auf diese Seite. Nur um einmal zu sehen, wie sich das Gefecht entwickelt. Was wird denn auf keinen Fall passieren? Ja, der Gegner wird wahrscheinlich nicht durch die Mitte fahren. Und der Gegner wird wahrscheinlich auch nicht über die Flanke kommen. Der Gegner wird einfach ein bisschen abwarten und schauen, wer denn als erstes, entweder Team Grün oder Team Rot, aus seiner oder aus unserer Sicht, den unter Anführungszeichen Fehler beginnt, mit viel zu wenig Schiffen auf einer Seite zu pushen, um dann dort vernichtet zu werden. Dann pusht das Team, das gerade die Schiffe vernichtet hat, um dann auch wieder zurechtgestutzt zu werden. Und je nachdem, wer das schlechter oder besser macht, der wird am Ende gewinnen, meistens durch Punkteüberlegenheit. Dass alle Schiffe rausgehen, ist relativ selten bei diesen Gefechten. Und wenn doch, dann, ja, dann dauert es trotzdem. Ja, ich parke mich mal hinter dieser Insel, weil ihr wisst ja, für was ist die Colbert bekannt. Und ihr seht hier auch 16,6 Kilometer, wie ich angekündigt habe, im Hafen. Dass jetzt 18,6 Kilometer sind, das ist ein bisschen, es muss eine Anpassung von Seiten Wargaming gewesen sein. Aber hier sind wir mit 16,6 Kilometern und wie
ich immer zu sagen pflege, auch vollkommen ausreichend ausgestattet. Alles darüber, es gibt ja diese Profis, die dann auf 20 Kilometer mit der Colbert versuchen, da zu snipen, das ist... Naja, jeder wie er kann, oder jeder wie er will, aber kommt schon, das ist brutal, oder? Da trifft man ja eh nichts. Unnötige Skillung, unnötige Reichweite, das muss man sich doch nicht antun. Und ja, ich schieße ja trotzdem, auch wenn sie zu ist, weil... Wenn sie stehen bleibt, was ich nicht glaube, das Problem ist, meine Granaten sind so lange in der Luft, dann treffe ich sie trotzdem. Der Schusswinkel mit dem Schiff ist so steil, dass es Wargamings Mechanik nicht erkennt, dass ich hier locker drüber schießen kann, obwohl hier das Arktika-Symbol eingepflegt wurde. Das bedeutet, so, man schießt da um ein Ziel auf eine Insel und die Granaten kommen nicht an. Also das ist brutal. Unsere Hindenburg kassiert hier extrem. Minotaur und Wooster, ich will es nicht Flanke nennen, eigentlich ist es zurückfahren, weil wir sind auf die Flanke gefahren. Das ist immer, wenn man ein bisschen nach vorne fährt. Die haben sich so positioniert, dass sie wahrscheinlich irgendwann in 10 Minuten nach vorne fahren. Ich glaube, die sehen es gar nicht ein, warum sie weiter nach vorne fahren sollten. Das ist ja auch verständlich. Das ist ein Camper-Gefecht. Das ist auch ein Camper-Modus. Den Modus, den, ich weiß nicht, das und oder Epizentrum. Eine von den beiden sind dreckige, blöde Modi. Die, naja, ich hätte schon lange rausgeworfen. Aber das ist nur meine Einstellung zu dem Modus. Bei manchen Karten, nein, eigentlich auf allen Karten ist der beschissen und langweilig. Nichtsdestotrotz, wir versuchen hier taktisch zu fahren. Ne? Wir haben hier nur vier Schiffe, die haben oben vier Schiffe, wir haben eben kein Radar. Die Fletcher ist im Radar, der Wooster. Ich kann da nicht viel machen, die geht nicht auf. Fletcher ist hinter der Insel, ich kann nur auf Schiffe zielen, die offen sind. Ich kann mir die Schiffe nicht selbst aufmachen in meiner Colbert, denn das ist schon bald die Gefahr. Auch wenn die Wooster jetzt nicht 2,4 Sekunden Reload hat, die Hai tut trotzdem weh, die AP tut auch weh, der Minotaur. Die AP der Lion, die tut extrem weh und ja, die Torpedos der Jugumas sind mir egal. Die wird man schwerlich sehen. Unten haben wir das Gross unserer Spieler, die machen das gleiche wie Team Rot hier auf meiner Seite. Die fahren halt ein bisschen raus und ein bisschen rein. Die Z46 hat Bock, aber hat keine Chance. Und die Ori, die hatte auch Bock. Und was ihr das gebracht hat auf dieser Camper-Map, das seht ihr ja. Gute Unterstützung der Yamato Montana Salem und der Yoshino von Team Rot hier auf der D- und der C-Linie. Hat sich auch Ausschlag für die Versenkung der Ori gegeben. Ja, und selbst wenn sie mit nach vorne gekommen wären, wie schon gesagt, das Team, das zuerst zuckt oder das, was zu viele Schiffe verliert, wird bei diesem Modus draufzahlen. Die Fletcher spielt Ringlerreihe und wird mit auf jeden Fall rausgehen. Oben ist noch eine, die ist offen durch Hydro und oben ist noch eine Minotaur. Trotzdem hat sie die Wooster bekommen. Naja, wie schon gesagt, ein DD muss scouten. Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Problem ist, er muss nicht auf der B-Linie scouten. Diese Schiffe hier, die Wooster, haben eine Aufdeckungsreichweite von über 9 Kilometern. Man muss nicht auf 3 Kilometer ranfahren, um sie aufzudecken. Wenn sie nicht sofort aufgehen, dann sitzen sie hinter einer Insel und wartet man halt einfach. Das Gefecht dauert keine 5 Minuten, es sind 5 oder sind 3 Schiffe raus. Das sind die, die nach vorne fahren und dafür werden sie bestraft. Das ist halt, es ist ein Camper-Modus. Sobald man diesen Modus sieht, da geht man sich einen Kaffee machen, geht kurz auf die Toilette und dann schaut man. Wenn das alle machen würden, ja, dann könnte man auch kürzere Spiele einführen. Aber ihr seht, das ist ein ausgesuchtes Gefecht. Ich sitze in der Colbert im offenen Wasser mit 16,6 Kilometer Reichweite. Das ist das, was manche Leute mit der Wooster machen, aber da spielen sie es ja auf 19 Kilometer Reichweite. Glaub nicht, dass das notwendig ist mit der Colbert, weil die Colbert hat Speed Boost, die Colbert ist wendig, die Colbert hat Power. Was wollen wir? Wir wollen ein Schiff in der Lage, dass wir es töten können. Mit dem Fehler, dass es nicht schnell genug davonkommt. Mit dem Bonus, dass wir von maximal 2 bis maximal 3 Schiffen, aber die müssen dann richtig stehen, gleichzeitig beschossen werden können, während wir ausweichen. Wir sind, ich beschleunige, wenn ich schieße. Ich werde den Speedboost reinhauen, sobald ich beschossen werde. Und wir hämmern hier die Salem runter. Und das auf 13,2 Kilometer. Und das ist auch das, was ich angesprochen habe vorher. Schaut auf den Shell Arcan. Wir haben hier 13 Sekunden Flugzeit auf 13 Kilometer. Und ja, ich bin im Speed. Ich wackel mit dem Arsch. Fahre hin und her. Bin voll drauf. Da über 30 Knoten Geschwindigkeit. Links, rechts, links, rechts. 4 Schiffe ziehen auf mich. Jetzt kommt der Speedboost.
man kann es machen. Und da wurde die Seele erlöst, aber sie ist schon, da schon schwierig zu treffen gewesen. Kann es mir nicht leisten, ich muss direkt hier einmal den Heal machen. Und da schaut euch den Shell Arc auf 15,9 Kilometer an. Shell Arc ist die Granatenflugbahn. Ich sage es einfach auf Englisch, weil das kommt mir zuerst in den Sinn. Und tatsächlich ist es einfach teilweise schneller bei bestimmten Worten, wenn ich Shell Arc sage, als Granatenflugbahn. Shell Arc, Granatenflugbahn. Bei Arc heißt Winkel, Shell ist halt das Geschoss. Geschosswinkel dann sein. Geschosswinkel, Shell Arc, Geschosswinkel. Ja, man merkt es halt trotzdem. Ne? Von der Metrik ist ein Dreitakter. Ist egal. Naja. Tirpitz zieht sich zurück, aus gutem Grund. Wir haben nur 42.000 Schaden. Wir spielen immer noch offen. Mein Team kommt schon wieder zurück, weil es hat halt genug und es passiert nichts. Wir haben bis jetzt weniger Punkte. Bedeutet, Team Rot, wenn es auf die Karte schaut und auf die Punkte, die können sich einfach zurückziehen, sich ballen und dann würden sie dieses Spiel gewinnen. Gott sei Dank sehen viele Spieler das nicht. Gott sei Dank spielen viele Spieler dann einfach auf ihre Kosten, könnte man sagen. Die sehen, oh, ich habe 20.000 Schaden, ich muss jetzt nach vorne fahren. Ja, wahrscheinlich macht die Niederlage weniger aus als schlechte Stats auf dem Schiff mit wenig Schaden. Da schaut euch das an. Usta 8 Kilometer versus Colbert. Offen gespielt. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Das ist das, was ich auch im Hafen angesprochen habe. Wenn ein Schlachtschiff gut zielt und man nicht wackelt, und ich wackel wie ein Dorfdepp mit meinem Arsch, dann sagen wir so, ich wackel wie die Dorfbirne mit meinem Arsch, während ich über den Rathausplatz marschiere und mir die Männer zupfeifen, damit ich nicht getroffen werde. Ja, natürlich zwei Kreuzer, die einen brutalen Shell-Arc haben. Einer steht, der andere wackelt mit dem Arsch. Für wen wird es wohl besser ausgehen? Ja, die Minotaur ist nicht. Die Burgon mobst mir meinen Schaden, das Luder. Die hätte ich jetzt im Nebel stehend einfach abgefahren. Ich hätte einfach weiter drauf geschossen, ist ja scheißegal. Offen? Oh. Hardspotted? Oh. Was bedeutet das wohl? Entweder, dass die Lion auf die Seite gefahren ist, dass die Lion, ich sage immer Lion, dass die Lion auf die Seite gefahren ist, oder die Yugumo ist nach vorne gekommen. Deswegen drehe ich jetzt ein, weil ich die Lion auf der Hinterseite vermute, um etwaigen Torpedos auszuweichen, die sie vielleicht geworfen hat. Ich werde das auch, vielleicht sieht man es ja, dass ich es pinge, und dass ich es in den Chat schreibe, aber das ist natürlich mehr als nur offensichtlich da. Da ping ich schon. Ja, die muss hier sein in meiner Aufdeckungsreichweite und ich schreibe es auch nochmal. Die Bourgogne, ja, die wird es wahrscheinlich auch reinschreiben, aber die könnte theoretisch auch von D8 gespottet werden. So ist es. Ja, die Bourgogne markiert die gleichen nochmal ausgezeichnet. Da habe ich natürlich keine Chance. Wenn die Yugumo keinen Fahrfehler macht, dann habe ich keine Chance. Das Problem, also das, was mich interessiert, ist, warum die Lion nicht auf mich schießt. Die sind am Smoke, die können locker auf mich schießen, ich bin die ganze Zeit offen. Ich habe mich hier verklickt, weil ich habe den Heal reingehauen, obwohl er nicht unbedingt notwendig war, aber ich habe 4 davon und die 3000, das sind 10% Leben hier auf meiner Colbert und da muss man gut aufpassen. Ich versuche ja zwar die Yugumo ein bisschen rauszudrängen, aber ich merke dann, ui, das könnte bei der Lion hier ein Problemchen werden, ist aber 15 Kilometer jetzt nicht gerührt. Da könnte man schauen. So, und jetzt haben wir das große Problem dieses Schiffes. Hier steht der Rauch nach oben und fährt zurück. Dann sieht ich höher. Die Schüsse sind aber 13 Sekunden unterwegs. Derweil hat sich die das dreimal überlegt. Und jetzt kommt die... Oh ja, da ist sie. Weil das Radar ist an. Deswegen habe ich hier hingezielt. Und da kommt schon die Torpedos. Aber das bringt da nur ganz kurz. Oh, warte, das muss ja das Radar in Moskau gewesen sein. Und jetzt kommt das, was ich vorher angesprochen habe. Ein Fehler. Und das war natürlich, die Distanz zur Lion zu verkürzen. Und da kommt die Haie-Salve. Boom! Halbes Leben. Das ist die Colbert. Colbert offen. Ja, aber man muss Distanz wahren. Und am besten natürlich nicht gegen zu viele Schlachtschiffe, weil eine Mitleidsgranate reicht, Drittel Leben. Oder, also Drittel Leben weg, meine ich natürlich. Mitleidsgranate ist dann natürlich immer die Zitadelle.
Und immer am besten wegfahren und wackeln. Wegfahren und wackeln. Und man sieht auch, man kann die Colbert, wenn man aufpasst. Da wird jetzt endlich die Smoky Lion. Warum? Naja, ist egal. Man kann die Colbert theoretisch auf jedes Schiff rausfahren. Es gibt keinen, es geht nicht. Ja, natürlich braucht es den richtigen Gegner dazu. Und man muss es auch richtig machen. Er fragt euch jetzt, ja, ja, Prime, du hast Glück gehabt, dass die Leute nicht auf dich geschossen haben. Du hast auch nur Glück, dass die Lion hier jetzt nicht weiter auf dich schießt. Ich sage jetzt aber, das hat nichts mit Glück zu tun. Die hat dreimal auf mich geschossen. Dreimal. Nur einmal hat sie getroffen und bei dem Reload von 30 Sekunden, dann nimmt sie doch lieber die Moskau oder die Yamato, die auf sie zufährt, um die viel einfacher zu treffen ist. Das ist der sichere Schaden, den sie macht. Das ist das, was für sie zählt. Besser als auf einen leichten Kreuzer zu schießen, den man vielleicht rausnehmen könnte, aber den man wahrscheinlich nicht trifft, solange er wegfährt. Was würdet ihr tun? 90% der Spieler würden das auch so sehen. Ich würde wahrscheinlich auch auf die Moskau zielen. Warum? Weil das ist halt, die ist gefährlich für meinen DD. Nehme ich die lieber raus. Und ich kann frontal, ja, der 50er Schutz ist mir egal in meiner Leier. Da penne ich mit AP mit HE trotzdem. Das ist, warum auch nicht? Und die Moskau brennt gut. Naja, wie gesagt, ist nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich sind manche Situationen glücklich. Wenn ich hier auf der Seite gepusht worden wäre, gut, dann wäre ich nicht aufgegangen. 9,8 Kilometer, ja, Yugumo hätte mich vielleicht auch machen können. Dann wäre ich eben davonfahren, hätte ich HE gespannt und mit jedem angezündet. Die Frage ist, wie lange man durchhält, wenn man von 4, 5 Schiffen auf 15 Kilometer geschossen wird. Je nachdem, wie gut man ausweicht, je nachdem, wie gut der Gegner ist. Das ist immer so. Das alles Entscheidende ist, man kann extreme Gefechte mit sehr gutem Matchmaking, sehr guten Karten und sehr guten Modi erreichen. Oder man muss offen spielen und kann trotzdem, wie ich finde, sehr gute Ergebnisse erreichen. Da muss man mal zusammenrechnen. Hier waren nur 4 Schiffe. Ja, 4 oder 5 Schiffe. Minotaur, Lion, Yugumo, Tirpitz ganz kurz, Salem in der Mitte, gut, sind wir bei 5. Und was habe ich vergessen? Gustav. Aber davon habe ich nicht viel abbekommen. Für da 105.000 zusammenfarmen, kann man mal machen. Jetzt natürlich 6 gegen 3 fährt man nach vorne. Colbert, sehr situationsbedingt. Ich finde, es ist ein geschmeidiges Schiff. Man muss wirklich aufpassen, was man mit ihr macht. Oder man hat auch ein bisschen Glück, so wie ich hier. Man ist mit einer Salve weg, wenn es blöd kommt. Wenn es weniger blöd kommt, mit 3. Positioning ist das Allerwichtigste. Wenn man auf eine Seite fährt, wo 5 Schiffe auf einen zielen können, dann hat man selbst den Fehler gemacht. Wenn man auf eine Seite fährt, wo man immer 1 oder 2 Schiffe abfrühstücken kann, dann hat man das richtig gemacht. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass man Informationen bekommt. Naja, der fährt schon wieder nach vorne. Nur zur Sicherheit. Ja. Nur zur Sicherheit. Ich habe gelernt, dass das, was ich nicht erwarte, von den Leuten gemacht wird. Ich hätte mir jetzt erwartet, dass er einfach YOLO zurückfährt die ganze Zeit. Vollkommen unbeeindruckt, was da auf mich schießt. Das ist leider hart. Ich habe alles schon gesehen. Mittlerweile habe ich alles schon gesehen. Deswegen bei 2,4 Sekunden Reload. Warum nicht auch mal da hinsetzen? Aber, ja. Man kann hier alles abfahren. Problem ist, man braucht Zeit. Ihr seht, das Gefecht hat jetzt 16 Minuten gedauert. Man braucht Zeit. Ist ein Spiel schnell vorbei, dann wird man schlechte Ergebnisse mit dem Colbert einfahren, weil man sich vorsichtig positionieren muss. Man kann nicht nach vorne YOLO und dann ist man sehr schnell wieder raus. Einfach keine Panzerung. Kaum Panzerung, keine, wäre auch gelogen. Die Überlebensfähigkeit von dem Schiff ist marginal, wenn man nicht aufpasst. Der Heal ist eher so, oh mein Gott, ich habe nur 300 TP, ich heile noch schnell mal 5000, damit ich das ansehe. Damit mich nicht die erste Sektgranate rauspenetriert. Damit ich vielleicht die eine Granate vom DD, der nochmal auf 11,8 Kilometer seinen Glücksschuss versucht, überlebe, dafür sind die 5000 da. Gegen Schlachtschiffe fahren ist natürlich, ist kompliziert, ist schwierig. Summa summarum, das war das offene Spiel. Es wird, wenn ich die Zeit dazu finde, auch noch ein verstecktes Spiel geben mit, ich würde es nicht sagen, ab 200.000, vielleicht ist drin, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, ich möchte nur, dass ihr euch immer im Kopf behaltet, dieses Schiff ist ein potenzieller One-Shot.
Es ist weitaus eher ein potenzieller One-Shot als Kreuzer, die 27mm Panzerung haben und da die 380er abprallen lassen können. Das kann dieses Schiff nicht mal. Wie gesagt, das Schiff tankt nicht durch Panzerung, das Schiff tankt nicht durch Heal, das Schiff tankt durch Ausweichen. Nur davon lebt es oder von gesunder Positionierung. Vielleicht sehen wir jetzt auch in der Abrechnung, wie viel mir IFAE gebracht hat, wie viel an Penetration. 126.000, ja, das ist jetzt nichts, wo man jetzt feiern geht. Das ist etwas, wo man sich denkt, ja, okay, das war solide für so einen sehr leichten Kreuzer. Aber das bringt einen dann schlussendlich beim so lahmarschigen Gefecht doch noch auf den zweiten Platz mit 1989. Der ausführliche Bericht, der zeigt uns zwei, drei Dinge. Nämlich, es hat für 10 Brände gereicht. 37.000 nur, also das sind die Brände. Ich habe extra, natürlich aufgrund der Entfernung, nur mit Haie geschossen. Einerseits ist die Entfernung dran natürlich ist ausschlaggebend, weil was nützt mir 127mm Deckbrasselei? Das ist ja lächerlich auf die Entfernung, da mache ich ja nicht mal eine Pen, außer in die Aufbauten und da mache ich mit Haie auch immer Pen. Ich habe aber tatsächlich auf die Entfernung wahrscheinlich sogar höhere Penetration mit Haie, dank meinem IFAE. Ich habe 90.000 Schaden mit Haie-Penetrationen. Und wirklich, das kommt vom IFAE. 20mm Pen oder 27mm Pen macht einen Unterschied auf der Wooster, macht... jetzt muss man gut aufpassen. Was habe ich denn beschossen? Tirpitz, da macht es keinen Unterschied, so 90%. Lion wahrscheinlich auch nicht. Yugumo sowieso nicht. Minotaur, da ist schwierig. Die hat schlechte Bug- und Heckpanzerung. Da hätten die 20mm auch gereicht. Nichtsdestotrotz, Salem, da jetzt habe ich sie. 27mm, piff, paff, da hat es einen Unterschied gemacht. Und wären noch andere Schiffe zum Beschießen da gewesen, dann hätte es auch einen Unterschied gemacht. Jedenfalls 90mm, Haipen. Ich bleibe bei IFAE bei meinen Tests. Sind sie ohne Gefahren? Da war der Schaden weitaus geringer, wenn die Gefechte zu kurz waren. Schaden über Brände, je länger das Gefecht, auf volle Distanz, desto besser. Hier ist nach der Abschlussbericht 371.000, ist okay, alles Premium-Verbrauchsgüter drin, ihr seht hier die Abzüge, Wartung, Munition, Verbrauchsgüter 45.000. Piff Puff, ich sag so auf Piff Puff, ich danke fürs Zusehen, wir sehen uns dann wieder bei einem anderen Gefecht, von wegen, naja, aber die Skillung werde ich beibehalten. Ah nein, ich werde die Skillung ändern, weil Wargaming was geändert hat. Das erkläre ich euch dann aber als in der Vorschau vor dem Gefecht. Ciao.